Hier drauf, oder? Nee. So. Also herzlich willkommen zum 242. Neuschwarmland-Treffen im 10. Jahr. Achso, wann ist das nächste? In 14 Tagen? Am 14. Ja. 14. Dezember 2012 ist dann das 243. Genau. Freitag, der 14. Ich bin letzte Mal darauf angesprochen worden, ich zitiere ja aus der Veröffentlichung von Nexus Magazin, das Interview mit dem ehemaligen Verteidigungsministeriumsmitarbeiter Douglas Dietrich. Und der titelt ja, ja, sozusagen die Herrschaften, die damaligen Herrschaften, immer mit Nazi. Und ich bin sozusagen gefragt worden, warum sagst du denn mal Nazi, nicht? Und so. Und deswegen lese ich mal für die, die schon das Infoblatt kennen oder nicht kennen, da ist schon eine ganze Weile die Erklärung auch für Nazi drin. Also erstmal, Wahrheit existiert doch ohne Wissen vieler, das haben vielleicht noch nicht alle gewusst, und trotz Leugnung einiger Menschen, nicht? Also Herr Dr. Steuer hat ja schon ein Beispiel gegeben, Guido Knob. So, und UFOs sind allgemein deutsche Flugscheiben, Vril, Hornebus oder Flying Disc und so weiter und so fort. Und Nazi, und jetzt kommen wir zu dem Thema, steht gleich darunter, ist eine Kurzform oder auch eine Koseform. Und zwar in dem Fall eine englische. Wir haben nämlich aus der englischen Bibel, dort heißt es Nazarite. Und das ist zu finden, oder als Erklärung, Nazi bedeutet von Gott erwählte heilige Person. Also falls Sie es noch nicht wussten. Und das kann man auch nachweisen oder nachlesen, und zwar in der Bibel, dort Amos, das ist ein Altes Testament, 2,11 bis 2,12. Die eingedeutschte Bedeutung ist dann Nazirea. Ja, und ich erlaube mir dann, wenn wir schon bei der Bibel sind, gleich auf Johannes 8,31 hinzuweisen. Dort heißt es wirklich, Jesus sprach zu den Juden. Ja, wieso wird das zu den Juden so betont bei Johannes 8,31? Was denken Sie denn? Wir haben ja häufiger schon mal über alte Schriften gesprochen. Ich erinnere an Hermann Wieland, Atlantis, Äther und Bibel, 1927 erschienen. Oder an Borsleben, 1930 erschienen. Ich habe bei dieser Gelegenheit, bei diesen Zitaten dieser Bücher gesagt, die beiden Bücher, da steckt so viel Sprengkraft drin, die hätten beide selber gereicht, um Deutschland den Krieg zu erklären. Denn der Untertitel vom Hermann Wieland ist 200.000 Jahre germanische Hochkultur. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Und wir vertreten ja auch... Zu den Juden würde ich sagen, er war Gastredner. Danke, ja, denn er selber war nämlich keiner. Was uns zu einem wesentlichen Aspekt dieser ganzen Lügengeschichten führt, ne? Denn alles, was gut ist, wird von denen einkassiert. Sogar der Heiland. Ja, und dann 844 sagt er denn, ihr habt den Teufel zum Vater. Ja, warum sagt er denn sowas? Ja, ne? Also, ja, dann darf ich noch auf Markus hinweisen, 7,15, Essen ist rein, war die Schlussfolgerung. Ja gut, da könnte man natürlich sagen, also Markus zitiert hier in dem Fall Jesus, der kannte Monsanto noch nicht und die ganzen Giftmischer. Damals war das vielleicht noch so. Ja, und dann beschreibt er auch, was unrein ist. Also nicht, was in den Körper reingeht, macht den Körper unrein. Denn Jesus hat das Essen für rein erklärt, sondern was den Menschen verlässt. Also durch schlechte Gedanken und durch schlechte Sprache. Nicht also Gedanken an Unzucht, Dieb, Mord, Gier, Betrug. Neid, Torheit. Bei der Bearbeitung des heutigen Treffens ist mir an dem Wort Regierung aufgefallen, dass in dem Wort Regierung auch das Wort Gier drin steckt. Also, ja, die wollen ja auch immer was von dem Bürger, von dem sogenannten. Ja, und dann vielleicht, weil das heute auch noch Thema war, nochmal Hinweis, der Kaufmann Morgenthau Hutenplan, heute in der BRD, da habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, der ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahre alt, 12. Dezember 2009. Das heißt, diese Pläne, wie Herr Dr. Steuer richtig zitiert hat, Germany must perish, also Deutschland muss vernichtet werden, und das meinten die wörtlich, jeder Deutsche muss vernichtet werden,
die sind heute eben in eurer Gestalt. Denn Bomben schmeißen tun sie ja nicht mehr. Aber es gibt Chemtrails und andere Möglichkeiten, die Leute umzubringen. Und ich hatte 2007 schon mal nachgerechnet, ne, anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Wirtschaft, dass 50.000 Ingenieure fehlen. Da habe ich gesagt, was nützt denn der Ersatz von 50.000 Ingenieure, wenn den 15 Millionen an Bevölkerung fehlen? Die können alle nicht rechnen. Ja? Letztes Jahr hat der Herr Ramsauer, nicht, der derzeitige sogenannte Bundesverkehrsminister, das war dann so eine kleine Meldung, ne, auf der letzten Seite der Zeitung, nicht, so ein paar Zeilen, verlautbaren lassen, dass er sage und schreibe 900.000 Mietshäuser in den neuen Bundesländern, Mietshäuser wohlgemerkt, nicht? Also 3 bis 4 oder mehr Wohnungen, rechnen Sie das mal hoch, also Mietraum für etwa 3-4 Millionen Menschen vernichten muss, also abreißen muss, ne, um die Preise zu halten, nicht? Also um dem Kapital zu dienen. Ja, das sind Minister, ne? Davon träumt man. Ja. Aber nur albtraummäßig, wollte ich auch gerade sagen. Ja, und dann noch vielleicht, wir hatten vor kurzem, ich weiß nicht, einige waren da, andere nicht, eine Souveränitätskonferenz mit Peter Scholler-Thur und anderen. Auch der Professor Schatzschneider hat daran teilgenommen. Es war letzte Woche Sonnabend an der FU, an der Freien Universität. An der habe ich teilgenommen, natürlich nur als Zuhörer. War überrascht, da haben so etwa 800 Leute waren im Zuhörerbereich, nicht die, das Audimax der Universität dort, fast etwa 1000 Leute, und da war volles Programm. Über die einzelnen Vortragenden möchte ich hier nicht allzu viel erwähnen, nur die Einschätzung vielleicht von Herrn Scholler-Thur, weil ja manche denken, dass die Souveränität Deutschlands möglich sei. Scholler-Thur meint nein. Also Deutschland, das jetzige Deutschland könne nicht aus den Bündnisverträgen raus. Der Franzose, na gut, dann rede ich noch über zwei andere. Der Franzose, ein Abgeordneter vom französischen Parlament, meinte, es ist eine Neuordnung möglich zwischen Paris, Berlin und Moskau. Ich darf in diesem Zusammenhang erinnern, dass das damalige Schröder-Nein gegen den Irakkrieg uns zu einer neuen Achse des Bösens gemacht hat, nicht aus amerikanischer Sicht. Nicht? Die haben damals gesagt, die neue Achse des Bösen ist Berlin, Paris, Moskau, Peking. Nicht? Und es standen in amerikanischen Zeitungen solche Sachen drin wie, kaufen Sie keinen französischen Wein und keine deutschen Autos. Soweit zu den Demokraten in Washington, über die wir heute noch reden wollen. Ja, also der Franzose, der war sehr fortschrittlich, Herr Schatzschneider hat auch wieder ganz gut gesprochen, aber sein Hauptproblem ist ja der Euro. Wie Sie wissen, ist mein Thema oder mein Problem der Euro nicht, denn da, wo ich sage immer, wo früher die Wehrmacht steht oder stand, da steht heute der Euro. Und deswegen haben wir so viele Freunde in Europa. Das haben nur die wenigsten bisher durchschaut. Und das ist ganz billig für uns, dass die alle daran hängen. Das haben noch nicht mal die Feinde Deutschland durchschaut. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Wollte ich dazu noch was sagen? Nee. Jetzt also geht die Fortsetzung los. Ach so, vielleicht noch, Deutsche Reich existiert fort. Das ist, mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich das sage. Dabei bin ich gar nicht derjenige, der das sagt, sondern das steht geschrieben in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil, nämlich in dem von 1973, dem bekanntesten. Da haben also die Karlsruher Richter gesagt, das Deutsche Reich existiert fort. Punkt, Ende, aus, durch der Saal. Jetzt könnte man höchstens noch darüber diskutieren, in welchen Grenzen das Deutsche Reich fort existiert. Professor Hans-Werner Bracht meint, in den Grenzen vom 31. August 1939. Die Alliierten haben es ja beschlagnahmt, falls Sie das noch wissen, von der Chefgesetzgebung, in den Grenzen vom 31. Dezember 1937. Da, auf diese Grenzen habe ich den Schatzschneider übrigens angesprochen, nach der Konferenz, nicht vor dem großen Audimax. Er sagt, dann müsste doch die Verpflichtung der Alliierten sein, wenn sie es beschlagnahmt haben, in den Grenzen 37 auch wieder herzustellen, in den Grenzen 37. Wenigstens in den Grenzen, nicht? Das wäre eine Verhandlungsbasis. Und da meinte er, die haben ja nicht nur beschlagnahmt, die haben auch annektiert. Und dieser ganze Vorgang, nach Professor Schatzschneider, ist völkerrechtswidrig. Also mit anderen Worten, seit 1945 haben wir einen völkerrechtswidrigen Zustand. Punkt, Ende der Durchsage, falls Sie es noch nicht wussten. Auch nach Professor Schatzschneider, der hat darüber gerade ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben.
ist auch veröffentlicht. Da geht es um die Souveränitätsfrage. Das ist, glaube ich, im Kopfverlag erschienen, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich habe es selber noch nicht, aber aufgrund dieser Aussage werde ich mir das besorgen, weil er darüber ja schreibt. Nicht? Also ich will sehen, wie er es begründet. Ich habe ihn dann gefragt, wie wir denn da heute hinkommen. Ich bin ja ein zukunftsgewandter Mensch, falls Sie es noch nicht wussten. Und er meinte über Referendum. Das heißt, die betroffenen Länder müssten überall Volksabstimmungen machen. Also hier in Deutschland, lächerlich. Dann natürlich die in Polen. Und natürlich in dem Fall, ja gut, wenn wir Königsberg zurück haben wollen, auch die Russen. Ne? Toll, ganz irre. Ich habe das nicht weiter vertieft, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und bin zum Schluss gekommen, nein, ich möchte nicht, dass über die Heimat meiner Väter und Großväter, Pommern, Schlesien, irgendjemand aus Bayern und Baden-Württemberg abstimmt. Finde ich nicht korrekt. Ja? Sondern dann bin ich doch lieber für eine Lösung, dass die Alliierten in der Pflicht sind, das Reich wieder herzustellen und dann kann man darüber reden, wer drin bleibt und wer nicht drin bleibt. Das wäre so meine Lösung. Nicht? Wir sind ja freundlich, das werden Sie auch sehen, nicht? Wenn wir einen Staat Israel gegründet haben, dann werden wir wohl das wohl auch noch schaffen. So, ja, deswegen also auch immer der Hinweis auf das Deutsche Reich existiert fort. Nicht unterschreibe ich ja, also wenn das Bundesverfassungsgericht Recht gebracht und das Bundesverfassungsgericht Recht haben, dann existiert Deutschland mit Österreich, mit Sudetenland, mit Neuschwabenland als ein Staat in den Staatsgrenzen vom 31. August 1939. Wien gehört zu Deutschland, falls Sie es noch nicht wussten. Wenn wir die Grenzen von August 1939 nehmen, gehören die automatisch dazu. Ob wir sie dann wieder in ihre eigene Unabhängigkeit lassen, schauen wir mal. Das ist ja dann Verhandlungssache. Das heißt, die Grenzen von 31. Dezember 1937, das ist Alliiertendiktat. Das muss nicht gelten, um das klar und deutlich zu sagen. Darüber sind bisher auch alle sogenannten kommissarischen Reichsregierungen gestolpert, mehr oder weniger, nicht? Weil die sich immer zu sehr an den Alliierten hängen. Da kann ich nur vorwarnen. Man sollte mal auch eine eigene Meinung zulassen. So, und jetzt kommen wir zu der Meinung von Herrn Douglas Dietrich, wie gesagt, US-Verteidigungsministerium-Typ, der dort die Aufgabe hatte, als Bibliothekar Akten über das Dritte Reich zu vernichten. Und darüber gibt es ein Interview, das ist veröffentlicht worden in drei Teilen, und zwar im Nexus Magazin 41, das ist die Nummer 42, und in 43. In der 43 ist dann auch ein Leserbrief zu dem Thema erschienen, hochinteressant, machen wir nächste oder übernächste Mal, jetzt noch nicht. Wir sind ja noch mit der Ausgabe 42 beschäftigt. Ich habe die Ausgabe 42 deswegen gewählt, weil der Teil 41, der steht online, aber 42, also der Teil aus dieser, steht nicht online. Das sind immerhin 20 dicke, fette Seiten ohne Werbung. Und jetzt kommen wir also zum letzten Teil dieser 20 Seiten. Vorwort und technischer Hinweis hatte ich auf dem 239. Neuschwanland-Treffen gegeben. Und jetzt kommen wir also zur Fortführung dieses Artikels. Also bitte hören Sie noch mal kurz interessiert zu. Also seit 48 aus dieser Ausgabe, im Dritten Reich werden diese Überläufer sind gemeint Wissenschaftler aus der aller Welt, die am Südpol zum Dritten Reich überlaufen. Also im Dritten Reich werden diese Überläufer geschätzt, weil sie sehr qualifizierte Arbeitskräfte sind, der weißen Rasse angehören, den Genpool auffrischen. Bringen sie neue Ideen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Berichte über das Leben an der Erdoberfläche mit. Und dann fragt der Chefredakteur vom Nexus Magazin, der Thomas Kirchner, kommunizieren die Unterlandbewohner, das ist dort, also Unterland ist das Land, wo das Deutsche Reich sich abgesetzt hat, kommunizieren die Unterlandbewohner weiterhin regelmäßig mit unserer Welt? Fragezeichen. Dietrich antwortet, offiziell nicht. Aber die in der Antarktis stationierten Wissenschaftler hören doch immer wieder den Feindfunk ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die USA juristisch gesehen immer noch im Krieg mit dem Dritten Reich befinden. Daher haben wir in Amerika heute auch so hohe Einkommensteuern. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es solche Steuern überhaupt nicht. Und heute müssen wir sie immer noch bezahlen, um damit den Krieg gegen die Deutschen zu finanzieren. Hierzu mein Einschub. Hier ist Douglas Dietrich unpräzise. Einkommensteuer wird laut dem 16. Verfassungszusatz durch den IRS, Internal Revenue Service, ab dem 3. Februar 1913 verlangt.
Ich habe das gefunden im Web, also der 16. Verfassungszusatz der USA, der sieht etwa so aus. Und da steht dann sowas Herrliches drin: The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes und so weiter. Also der 16. Verfassungszusatz hat also erst den Bundesstaat, also der Kongress ist ja die Abordnung aller einzelnen Staaten, dazu ermächtigt, Einkommensteuer zu kassieren. Und das war eben laut der Veröffentlichung angeblich erst am 3.2.1913 die Steuer IRS. Und der Verfassungszusatz ist allerdings vorher beschlossen worden. Das Federal Reserve System, FED bekannt, ne, Abkürzung FED, wurde erst am 23.12.1913 im Kongress genehmigt, also einen Tag vor Heiligabend ist das durchgewunken worden. Einige Zeit vor dem Krieg. Trotz der Morde am Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Ehefrau am 28. Juni 1914 in Sarajevo erklärten die USA dem Deutschen Kaiserreich erst am 6. April 1917 und Österreich-Ungarn erst am 7. Dezember 1917, das Datum fand ich auch bemerkenswert, 7. Dezember, da war doch nochmal was anderes, den Krieg. Und das sind also über 4 Jahre nach Einführung der IRS-Steuerfirma und 3,5 Jahre nach Erlaubnis der privaten FED trat Washington unter Woodrow Wilson in den Weltkrieg ein. Das heißt also, die haben schon Steuern vor Eintritt der Amerikaner in den Ersten Weltkrieg bezahlt. Deswegen ist da der Dietrich etwas unpräzise. Also, dass es die Steuer vorher nicht gegeben hat, stimmt also insofern nicht. Aber gut, das war nur kurze Zeit davor, sind die dann veranlangt worden. Jetzt, nächste Überschrift. Aus den Dokumenten geht hervor, dass es den Unterlandwissenschaftlern zudem gelungen ist, die menschliche Lebensdauer zu verlängern. Dazu eine Vorbemerkung. Was Sie jetzt hören werden, ist bedauerlich, da viele von uns wahrscheinlich nicht von dieser modernen Technik profitieren. Jedenfalls nicht offensichtlich. Also die Lebensdauer zu verlängern. So, also was er zumindest behauptet oder in Akten gelesen haben will. Die Weiterexistenz des Dritten Reichs erklärt auch jede Menge Entführungsfälle. Unterland versucht, seine Bevölkerung zu vergrößern. In Unterland existieren viele wirtschaftliche und soziale Probleme nicht, die sich das Dritte Reich durch seine wissenschaftlich und nach den Gesetzen der Vernunft organisierte Gesellschaft erspart. Zum Beispiel das Problem mit den Minderheiten. Kirchner fragt, glauben Sie, dass Unterland für einige der UFO-Entführungen und möglicherweise auch für Viehverstümmelungen verantwortlich ist? Ja, das ist eine Frage, die Steuer sofort beantworten soll oder nicht. Wie sagst du immer, Gefühle muss gepudert werden? Ja. Dietrich antwortet, ersteres bis zum Jahr 58 mit Sicherheit, 1958. Niemand konnte damals diese Entführung verhindern, bei denen der Entführte nicht nach 6 Stunden ohne Erinnerung an die jüngste Vergangenheit aufwacht, sondern verschwunden bleibt. Daher, dahinter könnte Unterland gesteckt haben. Also die wissen es nicht genau. Also, zumindest Dietrich nicht. Doch mit den Viehverstümmelungen hatte das exilierte Reich höchstwahrscheinlich nichts zu tun. Wozu auch? Zu ihren Handelsgütern mit der Oberflächenwelt zählten wissenschaftliche Erkenntnisse aus Genforschung und genetischen Veränderungen. Ich habe hier etwas gekürzt, weil Unwesentliches habe ich dann weggelassen. Sie hatten Probleme, die Menschen an die Lichtverhältnisse und das heiße, feuchte Treibhausklima unter der Erde anzupassen. Sie schafften es, mittels Genmanipulation alle möglichen Geburtsfehler einzudämmen. Und im Zuge dieser Forschung entführten sie wahrscheinlich auch Menschen von der Oberfläche. Aus den Dokumenten, mit denen ich zu tun hatte, geht hervor, dass es den Unterlandwissenschaftlern zudem gelungen ist, die menschlichen Lebensdauer zu verlängern. Ja, davon müssten wir auch mal ein Stück von abkriegen, nicht? Diese Forschungsergebnisse zählten zu ihren Handelsgütern mit Politikern der Oberwelt. Frechheit, wenn es so ist, kann ich nur sagen. Wieso denn nur die Politiker? Ja. So, Seite 48. Die ursprünglichen Nazis, also wie gesagt, Dietrich nennt sie immer beim richtigen Namen, Nazis, eine heile Person, ne, ist klar, hatte ich vorhin klargestellt, aus Neuschwarmland bleiben dank der Lebensverlängerungsmaßnahmen viel zu lange an der Macht. Und ließen keine neuen Generationen nachrücken. In mancher Hinsicht war die Situation im exilierten Dritten Reich ähnlich wie in Nordkorea. Korea, ne, wissen Sie ja noch. Geheimcode. Komme Ostern retour, euer Adolf. Ne? 1997 dürfte sich im Unterland eine Revolte ereignet haben.
Seither ist jeder offizielle Kontakt abgerissen. Die Unterlagen, die ich bis zum Ende meiner Bibliothekarslaufbahn einsehen konnte, zeigten deutlich, dass ab Anfang der 1990er Jahre die Meldungen aus Unterland immer seltsamer und unverständlicher wurden. Anscheinend entwickelte sich dort unten eine neue Menschenart, die mit den Oberflächenbewohnern kaum mehr etwas anfangen konnte. Kirchner fragt, also im Endeffekt eine neue und fremde Zivilisation. Dietrich antwortet, das stimmt. Dennoch schafft es Unterland bis heute, Überläufer anzuziehen, so wie beispielsweise diese russischen Wissenschaftler am Wostoksee. Da muss ich kurz einhaken. Ich habe da eine Meldung gefunden auf einer Schweizer Webseite, 20 Minuten, das ist eine Schweizer Webseite, die berichtet, dass im Frühjahr sechs hochrangige Wissenschaftler, die da mit Bohrungen beschäftigt waren, verschwunden waren. Ich habe das aber nur dort gefunden. Also man scheint das für zensurwürdig zu halten. Naja, lesen wir also weiter, was Dietrich dazu sagt. Wostoksee, nicht? Da ist ja eine aktive Basis sozusagen der Russen oder Ex-Sowjetunion. Da verschwand ein Forscherteam von sechs Menschen, das dann ein paar Tage später plötzlich wieder gefunden wurde. Das ist natürlich alles Schwachsinn, sagt Dietrich. Eine der üblichen Verschleierungsmaßnahmen der Russen. Denen kommen Forscherpannen, dann ersetzen sie die Leute für die Medien durch ein paar Hochstapler. Und den Frauen der Wissenschaftler sagen sie, ihr Mann ist verschwunden, während er im Auftrag des Staates geforscht hat. Aber das soll bitte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Bei den Forschern vom Wostoksee handelte es sich garantiert um Überläufer. So kommt Unterland immer wieder an neues Blut und neue Technik und an die meisten Überläufer. Und da die meisten Überläufer Wissenschaftler sind, ist Unterland uns technisch nach wie vor weit voraus. Klar, wenn man das so sieht. Kirchner fragt dann, die verschwundenen Wissenschaftler sind also keine Gefangenen dort unten, sondern gehen freiwillig. Natürlich, sagt Dietrich. Die wollen unbedingt nach Unterland und die US-Geheimdienste schrecken auch vor Mord nicht zurück, wenn sie solche Überläufer aufhalten wollen. Aus den Dokumenten, die ich verbrennen musste, ging hervor, dass gescheiterte Überläufer im Verhör zugaben, an einem Ort leben zu wollen, wo es nur Weiße gibt. Interessant, nicht? Die Oberflächenwelt ist ein einziger Albtraum für sie. Sie wünschen sich eine vernunftorientierte Gesellschaft ohne Minderheitenprobleme. Vielleicht gibt es ja auch im Unterland Minderheiten, von denen wir hier oben gar nichts wissen. Sicher ist aber, dass die Menschen dort unten jede Menge Siedlungsraum haben und von den Problemen an der Oberfläche nichts mitbekommen. Wir könnten hier einen ausgewachsenen Atomkrieg veranstalten und die im Unterland würden das noch nicht einmal bemerken. Ich darf daran erinnern, dass der Wissenschaftler Zilmer und andere davon gesprochen haben, dass es riesige Gebiete gibt in der Erdkruste. Die sind entweder teilweise voll Wasser, also richtige Meere. Und es ist davon gesprochen worden, dass diese Meere größer sind als die Oberflächenmeere. Und da, wo die Meere sich zurückgezogen haben, da gibt es Gebiete, die sind riesig. Kavernmäßig, nicht? Also er hat ja selber in dem Interview mit Professor Vogt gesagt, nicht wahr? Er hat eine Versuchsbohrung gemacht auf 8 Kilometer Tiefe. Und er hat gesagt, dieser Hans-Joachim Zilmer, nicht? Evolutionslüge und so weiter und so fort. Ne? Kolumbus kam als Letzter und das ganze Kladderadatsch, Darwin irrte und so weiter, nicht? Das kennen Sie nicht. Und dass wir unendlich viel Energie haben, dass wir alle belogen werden. Ja? Man muss nur tief genug bohren. Ne? Er hat in diesem Interview mit Professor Vogt gesagt, nicht wahr, dass nichts, was die Geologen vorhergesagt haben, Entschuldigung, Axel, du hörst ja zu diesem Stand, aber du bist ja ein Ausnahmetalent, dass nichts gestimmt hätte. Also jeder Kilometer war anders als wie vorher beschrieben. Und die Erdölfirmen, die würden ja nur an der Oberfläche bohren, also maximal bis 3 Kilometer, weiter geht das wohl nicht. Das heißt, wenn man richtig tief bohren würde, dann würde man auch noch mehr finden, Wasser und so weiter und so fort, nicht? Und ja, und dann gibt es ja noch jede Menge Erdöl. Überall gibt es hier noch Erdöl. Und das steht, und der hat vor allen Dingen das Wesentliche, was der Zilma gesagt hat, es sind ja keine fossilen Stoffe, sondern durch Drücke entstehen die. Abiogen nennt man da, ist ja das Stichwort. Ne? Das heißt, wir leben auf einem Meer von Energie, allein was Erdöl anbelangt oder Erdgas oder Methangas. Ja? Und wir werden von Hacke bis Nacke belohnt, nur damit der Ölpreis hoch bleibt für die, naja, wen wohl? Ne? Ha, die roten Barone, ne? Ja.
jetzt wissen Sie Bescheid. So, und in diese Welten, ne, da kann man vordringen, da kann man forschen, nicht? Da kann man noch Eroberer sein. Also ein Albtraum für Sie. Ja, und deswegen, wenn hier oben was passieren würde, nicht? So, ne, nach Stoll, ne, noch eine Atombombe, schön, herrlich und so weiter. Ne? Klar, das merken die unten gar nicht. Ja? Das ist, da kann man mal sehen, ja, 10 Kilometer weiter ist die Luft schon anders. Ja, genau. Kirchner fragt dann weiter, ist denn nie jemand zurückgekommen und hat berichtet, wie das Leben dort unten aussieht? Zwischenüberschrift, die BRD und die DDR waren für sie mit Waffengewalt eingesetzte Besatzungsregierungen in Bonn und Berlin. Seite 49. Er hatte gelegentlich mit, also jetzt wieder Dietrich, hatte gelegentlich mit Filmmaterial zu tun, das ich vernichten sollte. Das meiste stammte allerdings von Menschen, die bei der Flucht aus Unterland den Tod fanden. Unterland ist ja eine relativ kleine und sehr stark militarisierte Gemeinschaft. Anfangs war es noch leicht, Spione dort einzuschleusen, weil noch genügend Auswanderer aus der ersten Generation im Unterland lebten, deren Hautfarbe sich nicht allzu stark verändert hat. Aber die Nachkommen dieser Deutschen haben eine wirklich total weiße Haut und Augen, die sich an die Dunkelheit angepasst haben. Man konnte nur vermeintliche Überläufer dort einschleusen, die offiziell für immer im Unterland bleiben wollten. Es gab daher wenig Spione, die es wieder an die Oberfläche schafften und Filmmaterial zurückbrachten. Es ist eine sehr interessante Welt dort unten, sehr futuristisch. Es gibt dort Einschienenbahnen, sehr viel künstliches Licht und riesige Spiegel, die möglichst viel Licht reflektieren. Unter der Erde regnet es zwar, aber viele der Häuser haben aus irgendwelchen Gründen, möglicherweise wegen der Luftzirkulation, trotzdem keine Dächer. Soweit ich weiß, besteht Unterland aus mindestens 17 Zivilisationsinseln, jeweils von der Größe des Grand Canyon, der über die ganze oder vielmehr unter der ganzen Erde verteilt sind. Also diese 17 Inseln sind unter der ganzen Erde verteilt. Unterland und die Oberwelt. Kirchner fragt, und welche Pläne hat die Exilregierung, jetzt wird es eigentlich für uns interessant, des Dritten Reichs wohl für die Oberflächenwelt? Wird sie jemals wieder zurückkehren und Anspruch auf oberirdische Gebiete erheben? Also jetzt kommen wir zu der sogenannten Souveränitätsfrage. Dietrich antwortet, ursprünglich betrachteten sie sich als die legitime demokratische deutsche Regierung. Sie war legal gewählt worden und erhob daher den Anspruch, Deutschland weiterhin zu regieren. Die BRD und die DDR waren für sie mit Waffengewalt eingesetzte Besatzungsregierungen in Bonn und Berlin. Sämtliche Wahlen, die von diesen Regierungen abgehalten wurden, betrachtete das exilierte Dritte Reich daher als ungültig. Erst wenn das Dritte Reich offiziell wiederhergestellt und seine Regierung rechtsgültig abgewählt worden war, würde es seinen Anspruch auf das Vaterland aufgeben. Interessante Sichtweise, finde ich. Genauso war übrigens auch die Haltung Nationalchinas, dass sich auf der Insel Taiwan, wo ich zur Welt kam, er ist ja ein halb Chinese, halb Amerikaner, der Dietrich, mit deutschen Namen, da werden wir später noch was zu hören, warum und weshalb, neu gründete. Rechtlich gesehen befinden sich Nationalchina und die Volksrepublik China nach wie vor im Kriegszustand. Auch 2 Generationen später noch. Auch das im Exil lebende Dritte Reich will heute wahrscheinlich nur mehr offiziell anerkannt werden, ähnlich wie die Taiwaner. Zu diesem Schluss bin ich jedenfalls gelangt. Vielleicht wollen sie es auch nur, dass man sie einfach in Ruhe lässt. Oder aber sie haben, dank der stetigen Zufuhr neuen hochqualifizierten Überläuferpersonals derart fortschrittliche Waffensysteme entwickelt und es geschafft, eine ausreichende genetische Divergenz in ihrer Bevölkerung zu erhalten, dass sie eine Invasion der Oberflächenwelt planen. Also Dietrich hält auch eine Invasion vom abgesetzten Dritten Reich für möglich. Kirchner fragt, wissen die Politiker an der Oberfläche eigentlich über die Existenz Unterlands Bescheid? Ja, interessante Frage. Dietrich antwortet, auch hier kann ich Ihnen wieder nur ein Beispiel nennen. 1992 war das letzte Jahr, in dem ich für das US-Verteidigungsministerium tätig war. Clinton war damals noch nicht Präsident, sondern erst Präsidentschaftskandidat und Gouverneur von Arkansas. Während seiner Regierungszeit brach der Kontakt zu Unterland ab. Soweit ich aber durch meine verbliebenen Verbindungen ins Verteidigungsministerium und zu den Geheimdiensten weiß, hatte Clinton
nie eine Ahnung von der Existenz Unterlands. Die meisten wichtigen Politiker wissen nichts davon. Ja, willkommen in der Welt. Kontakt mit Unterland hatten nur die Geheimdienste. Und wenn Politiker, dann wussten nur die aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges davon. Zwischenüberschrift: Israel gegründet vom Dritten Reich. Kirchner fragt, also hat wahrscheinlich auch die aktuelle deutsche Regierung keine Ahnung, dass es Unterland gibt. Dietrich antwortet, das ist anzunehmen. Die Einzigen, die davon wussten, waren Angehörige der Organisation Gehlen. Viele ehemalige SS-Mitglieder und andere Geheimdienst- oder kriminelle Organisationen wie Odessa. Ja, was der so kriminell nennt, nicht? Also ist klar. Wahrscheinlich auch der CIA und Mossad. Warum der Mossad, werden Sie jetzt fragen. Und damit stoßen wir auf eines der größten Geheimnisse des Zweiten Weltkrieges. Sie wissen ja, dass Deutschland auch nach der Wiedervereinigung noch Reparationszahlungen in der Höhe von Millionen Dollar an Israel leisten muss. Na, Millionen werden da wohl nicht reichen. Warum lassen sich die Deutschen das gefallen? Das liegt unter anderem daran, dass es das Dritte Reich war, das Israel gegründet hat. Kirchner fragt, wie bitte? Wie die meisten in der BRD das so wahrscheinlich so fragen würden. Außer sie sind regelmäßige Teilnehmer des Neuschwabenland-Treffens. Dietrich antwortet, ja, da staunen sie. Die meisten anderen Menschen auch. Heinrich Himmler gratulierte am 20. April 1945 dem Führer zum Geburtstag und fuhr dann alleine zu einem Treffen mit Norbert Masur. Ich kenne Kurt Masur, der macht so Musik. Ne? Norbert Masur kenne ich nicht. Einem Unterhändler des jüdischen Weltkongresses. Während des gesamten Weltkrieges gab es nur eine jüdische Gruppe, die von Mussolini und Hitler vehement unterstützt wurde, die Zionisten. Der durchschnittliche europäische Jude war gebildet und in der Gesellschaft seines Heimatlandes voll integriert. Die Juden waren Ärzte, Anwälte und Politiker, die absolut nichts mit den Zionisten am Hut hatten. Die Zionisten waren eine militante Extremistengruppe aus den 1920er Jahren, die irgendwo in Palästina eine Heimat für alle Juden schaffen wollten. Und die meisten europäischen Juden waren integriert und wohlhabend, hauptsächlich Angehörige der Mittel- und Oberschicht. Und sie wollten daher keinesfalls in eine Wüstenlandschaft auswandern. Das kann man ja soweit sogar nachvollziehen. Wo sich nicht einmal Eidechsen wohlfühlen, klar. Ne? Gucken Sie sich da den Boden an und Sie wissen Bescheid. Nur die Nazis und die italienischen Faschisten unterstützten die Zionisten, weil die bereit waren, Europa zu verlassen. Also die Zionisten waren bereit. Seite 50 dann. Himmler sorgte also dafür, dass die Zionisten eine landwirtschaftliche Ausbildung erhielten. Wie hätten sie es sonst geschafft, mitten in der Wüste plötzlich Orangen zu züchten? Also erfolgreich Gartenbau und Landwirtschaft zu betreiben. Und was glauben Sie, wie es ihnen gelang, die Araber in mehreren Waffengängen zu besiegen? Genau, sie wurden von Rommel in der Taktik des Panzerkrieges ausgebildet. Und ein Apartheidsregime haben sie auch nur deshalb, weil sie weiße Siedler sind. Im Staat Israel herrscht eine strenge Rassentrennung. Sie bedienen sich freiwilliger, also migrantischer Arbeitskräfte. Alles, was sie tun, baut auf der Politik der Nazis auf, weil sie schließlich auch im Dritten Reich ausgebildet wurden. Einige jüdische Gelehrte haben über das damalige Auswanderungsabkommen mit den Nazis geforscht und geschrieben, woraufhin sie Morddrohungen erhielten und teilweise sogar Israel verlassen mussten. Bei all diesen Studien handelte es sich nicht etwa um Theorien über eine zionistische Verschwörung, sondern um historische Tatsachen. Ich kann Ihnen dazu das Buch Zionismus und Faschismus über die unheimliche Zusammenarbeit von Faschisten und Zionisten von Leni Brenner empfehlen, das trotz seiner eher marxistischen Ausrichtung sehr neutral und wissenschaftlich über das Havara-Abkommen berichtet. Der Autor hat dazu sehr viele unabhängige Recherchen durchgeführt, weil die offiziellen Stellen es abgelehnt haben, ihn zu unterstützen. Ja, dazu meine Anmerkung. Die Auswanderung von 510.000 Juden aus Deutschland von 1933 bis 1939
war schon mehrfach Thema auf dem Neuschwabenland-Treffen. Zum Beispiel auf dem 48. Treffen am 1. April 2005, auf dem 49. Treffen am 8.4.2005. Das war so viel Material, dass ich da zwei Treffen zu brauchte, um das rüberzubringen. Und vor kurzem auf dem 232. Treffen am 13. Juli. Ja, ich habe mir das nochmal rausgesucht, was wir auf dem 232. Treffen da gemacht haben. Und da ging es hauptsächlich um den Havara-Vertrag aus dem Buch von Paul Racinier, Was ist Wahrheit? Die Juden und das Dritte Reich. Da wird das genau beschrieben. Und das andere Buch war das Adolf Hinder, Begründer Israels, 1974 in Genf erschienen von Hennicke Cadell. Nicht? Und da stand zum Beispiel drin, die Jewish Agency hat mit der SS auf derselben Etage Pässe gefälscht, damit die alle auswandern konnten. Ja. Dazu vielleicht eine Anmerkung, die jetzt nicht im Text steht. Ich hatte ja vorhin auf den Spiegel-Artikel hier verwiesen. Den können Sie ja sich selber runterladen. Der Spiegel bietet es ja an. Der Artikel heißt Israel-Abkommen ohne Händeabdruck vom 17.09.1952. Ich habe zwar gewusst, dass die ein Wiedergutmachungsabkommen gemacht haben, nicht? Und die genauen Details, also in Milliardenhöhe, um das klar und deutlich zu sagen, sind hier beschrieben. Also Ben-Gurion, der sozialistische Ministerpräsident Israels, hat sich an die vier Besatzungsmächte gewandt und gesagt, wir brauchen 1,5 Milliarden US-Dollar Aufbauhilfe. Und die Berechnungsgrundlage, das könnte man ja meinen, die haben da irgendwas mit dem heute so begehrten Thema zu tun gehabt. Nein, die Berechnungsgrundlage für die damalige Forderung von 1,5 Milliarden US-Dollar war, für die Kosten der aus nationalsozialistischem Herrschaftsbereich nach Israel emigrierten Juden. Das war die Begründung. Also gesunde, lebende Juden. Und zwar hat man gerechnet, 500.000 mal 3.000 Dollar. 51 war die Forderung. Ich habe mal gefragt, was so die Leute verdient haben. 51. Ja, und wie viel der Dollar damals wert war. Also ich glaube, das war 1 zu 4, ne? Also 12.000 D-Mark. Wenn damals 51 einer 400, 500 Mark im Monat hat, war das viel oder durchschnittlich. So, man hat selber also 6.000 Mark verdient. Und für jeden ausgewanderten Juden, der schon in Israel angekommen ist, ist dann im Abkommen 3.000 Dollar, also 12.000 Mark bezahlt worden, also zwei Jahresgehälter. Und das hat Adenauer freiwillig gemacht. Übrigens, kein einziges Wort über tote Juden in diesem Artikel, nur um das mal klarzustellen. Das ging ja auch 1952 nicht. Wissen Sie, warum nicht? Zu viele lebende deutsche Augenzeugen, unter anderem Adenauer und Co. Ja, da ging das noch nicht. Da hat man nur über die ausgewanderten Juden gesprochen. Jetzt haben Sie ein Bild, ja? Gut, alles klar. Gut, und wie gesagt, und Racinier, das ist ja ein französischer Historiker der kommunistischen Partei, da war ich auch ganz erstaunt, der hat uns nach dem Krieg in Schutz genommen. Er war selber Insasse in Theresienstadt. Er war Fluchthelfer über die grüne Grenze nach Südfrankreich. Nicht? Da hat er auswanderungswillige Juden auch nach 1939 über die grüne Grenze geholfen. Und später, als das dann zugemacht worden ist aus Südfrankreich, da musste er dann nach Theresienstadt Gast sein. Nicht? Deswegen hat er dann damals geschrieben, ne, die Lügen des Odysseus und so weiter, ne, was ist Wahrheit und so weiter. Da hat er dann über die Juden in Deutschland gesprochen und ist natürlich selbst im aufgeklärten Frankreich verfolgt worden, das kann man sich ja vorstellen. Nicht? Sein Nachfolger heißt, glaube ich, Faurisson, Professor Faurisson, falls Sie von dem schon mal gehört haben, und vom Zündelprozess. Also wer sich da auslesen will, der hat jede Menge Möglichkeiten. Natürlich nicht bei Guido Knopp, da ist man an der falschen Adresse. So, seit 1951 geht weiter. Der Staat Israel hatte jedenfalls die allerbesten Verbindungen. Viele Leute wissen heute über die Operation Paperclip, die Überstellung von Nazi-Wissenschaftlern und Technikern in die USA Bescheid. Andere haben wiederum vielleicht von den Klosterrouten gehört, auch die balkanische Route oder italienische Route oder römische Route genannt, mit denen der Vatikan, Kroaten sowie viele andere Faschisten und Nazis dabei half, aus Europa nach Argentinien und in andere katholische Länder wie zum Beispiel Mexiko zu kommen. Es gab ja auch indische Einheiten, die für das Dritte Reich kämpften. Jetzt wird es spannend.
indische Einheiten, die für das Dritte Reich sind. Das Dritte Reich in den Augen der Dritten Welt. Da muss ich mal kurz hier Pause machen, sonst wird die Datei zu groß. Aber nur ganz kurz. Gut, also 5 Minuten Zigarettenpause, bis wir zu Ihnen kommen. Ja, ich muss heute mal schnell reden.